ergibt. Bedanken möchte ich mich bei der Feuerwehr, allen auf Kleinrode, die vorne die Einweisung übernommen hat, die auch nachher noch nach hier hinten kommen wollen und uns auch nochmal helfen beim Pflanzen. Der Firma Mütze, die hat diesen Weg nochmal, der war noch schlechter als er jetzt ist, diesen Weg nochmal hergerichtet. Da sind Balken, genug Getränke dabei. Aber bevor wir da hingehen, müssen wir fleißig sein. Vorher gibt es gar nichts. Bedanken möchte ich mich auch noch bei der Frankenberger Bank. Die Frankenberger Bank wird uns noch ein. So eine Art, auch irgendwann mal wieder sagen können, wir haben einen schönen Stadtwald und nicht nur Freiflächen und nicht nur zerstörte Wälder. Wir haben uns hier dieses Waldstück rausgesucht, weil es normalerweise ist es ganz gut zu erreichen, wenn der Weg vernünftig ist, man kommt eben hin und man kann immer wieder auch von der Schule hingehen. So ist auch die Idee von der Kita und auch von der Schule, dass wir immer mal wieder hier gemeinsam rübergehen. Vielleicht nochmal nach. Ich war selber erstaunt über die Menge der Leute, die heute hier den Mischwald der Zukunft pflanzen. Ja, ich bin begeistert von der riesigen Resonanz, dass so viele Leute mit anpacken, denn das ist genau das Motto auch der NAJU und vom NABU, nicht über Natur- und Umweltschutz reden und fordern, sondern selbst mit anpacken. Auch von unserer Gruppe sind aus allen Generationen Kindergartenkinder, Schüler und Eltern gekommen und alle machen mit und das ist ein tolles Zeichen für die Natur. Jetzt waren wir ja schon zusammen hier auf dem Ellershäuser Mühlenberg zum Vorbericht. Wie optimistisch sind Sie denn, dass wir heute Eichen und Kastanien in den Boden bekommen? Da bin ich sehr optimistisch, weil es hat in den letzten Tagen sehr gut geregnet. Der Boden ist weich und wir werden die Bäume ordentlich pflanzen, damit sie auch alle angehen können. Und der Boden ist durchfeuchtet, sodass die Bäume auch gut anwachsen können. Wir sehen uns noch im Laufe der Pflanzaktion. Okay, viel Spaß. Du kommst davor, dann gehst du einfach über die Stufen drüber. Du machst Mehl. Dann kriegen wir ja wieder eine krumme Reihe raus. Ne? Und der Pflanzabstand sollte ja trotzdem eingehalten werden. Da brauchst du jetzt, wenn du da bleibst du einfach. So, dann auch. Ja, das ist immer, wer ist das? Ja, sind wir schon vom Platz. Sind wir dabei? Ja, ja. Ja, das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Also tief muss auch mindestens die Pflanze setzen. Okay. Das hat das schon mal. Ich komme ja auch gleich nochmal rum. Falls dann jeweils rein. Ja, wo ist denn hier die Reihe? Komm, wir machen einen Hoffnung. Oder Michael, ich schreibe das uns. Mal weiter. Darf ich lächeln? Ach, da kannst du noch mal? Ich hab den Baumarsch! Ich brauch auch noch einen Garten. Du hast Lauras Tiergarten. Ich seh nix von der Rohr. Helikopter! Haare. Oh, ein kleiner Hügel! Aber guck mal, hier sind hier Steine. Ich mach mal rein. Andersrum, das sind die Wurzeln, die Erde. Das hier halten. Dann machst du am besten gleich mal die Ball Das muss ich aber wegnehmen hier, ne? Das muss aber weg hier. Hier rennt das hin, was hier nicht mehr.
zwei Jungs. Ja. Wenn ihr Waffen habt, macht das mal ein bisschen locker, dann ist das einfach. Ganz genau, und ne? Das Haus. So. Genau. Ja. Kessler. Was denn? Sag mal, jetzt kannst du ein Loch machen. Jetzt geht's einfacher, ne? Guck mal, das reicht schon. Pass mal auf. Jetzt nehmen wir mal die Hände. Jetzt willst du mal mit deinen Händen hier zuschippen. Vier Kinder. Komm mal her. Ja, jeder zwei. Ja. So. Bitte. Wunderbar. Guck mal. Guck mal da ist ein Bäumchen. Prima. So, jetzt stecken wir. Kannst du einen Satz sagen, warum wir mitmachen? Jetzt stecken wir das mal hier rein. So. Ah, umgefallen. Ja, lass es mal da stecken. Dann können wir gucken, dass da auch ein Bäumchen ist. Guck mal, da haben wir schon eins hingesetzt und hier. Und da vorne auch. Jetzt machen wir hier weiter. Jürgen Bachmann, Hessenforst Revierleiter hier in Frankenau, Ellershausen. Jürgen, Pflanzaktion heute am Samstag, ein Riesenerfolg. Absolut, ich bin total begeistert von dem Enthusiasmus, von den vielen Leuten. Das sind bestimmt heute 180 Menschen gewesen, die hier gekommen sind, von 7 bis 80 Jahre alles, und die helfen ganz toll. Und wir haben auch eine ganz große Fläche geschafft, die hier vollgepflanzt wurde. Wie viel sind denn ungefähr in die Erde gekommen? Da muss ich nachher mal schätzen. Im Moment würde ich sagen, sind so 3.300, vielleicht knacken wir noch die 4.000, wäre schön. Das wären wie viel vom Hektar? Etwa ein halber Hektar, 0,6 Hektar, sowas haben wir heute zugepflanzt. Das war ein Riesenerfolg. Absolut. Ich bin begeistert, hätte ich vorher nicht so erwartet. Was sagt der erfahrene Förster, wie viel von den Pflanzen erreichen den Meter? Ich glaube, dass wir heute ein hohes Anwuchsprozent haben, weil die Witterung ist sehr günstig, die Pflanzqualität ist sehr gut. Die hier gepflanzt haben, geben sich eine Riesenmühe. Ich sage jetzt mal, 80% aufwärts der Pflanzen gehen an.
Würde man so eine Aktion wiederholen? Von mir aus gerne. Das werde ich mal mit meinen Partnern, mit der NAJU und mit der Stadt Frankenau sprechen. Vielleicht machen wir es im nächsten Jahr nochmal. Also mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Jürgen. Ja, okay, gerne.